Hey und herzlich willkommen zu meinen Thumbcraft-Tutorials. Heute wollte ich mal ein bisschen wieder ein paar Sachen ja, fertig machen quasi, weil wir hier noch so viel komischen Kram haben, der noch offen ist und der eigentlich auch ganz praktisch ist. Also ich benutze es meistens nicht so mega viel, aber naja, man kann es halt mal machen, ne? Und darum wollte ich hier erstmal diesen Compound Recharge-Fokus machen. Ist eine ganz kleine Sache, braucht man nicht mal zu researchen, aber ja, der Vollständigkeit halber und so. Genau. Was das Ding macht im Endeffekt ist, dass man das auf das Recharge-Pedestal für die Zauberstäbe darauf klatscht. Und dann kann man eben seine Zauberstäbe auch mit, ja, quasi Unteraspekten, also nicht nur mit den Hauptaspekten aus Nodes, sondern auch mit den Unteraspekten aufladen. Diese Unteraspekte werden dann halt eben aufgeteilt in die Hauptaspekte, aus denen die gemacht werden. Die restliche Magie, die halt eben dafür verwendet wird, quasi, ist dann verloren. Aber dafür kann man die immerhin auch dann benutzen. Das ist ganz praktisch, wenn man sowieso schon Nodes zu Hause rumstehen hat, die mehrere Unteraspekte haben. Und genau. Wie man das macht, ist hier eine kleine Infusion. Naja, klein. Sie ist zumindest moderate, aber naja, ne? Sollte trotzdem funktionieren. Moment, sind das Shards oder ja, okay. Keine Cluster. Dann nehme ich mal ein paar Shards mit. Und wir brauchen ein paar Filter. Kann ich direkt mal welche machen? Die braucht man ja immer mal wieder. Ein bisschen Gold. So. Genau, dann machen wir schnell mal ein paar Filter. So, ich glaube, das Gold war in der Mitte, oder? Nein, andersrum. Okay, aber die hat man ja auch. Die macht man ja öfters mal. Ach so, ich sollte vielleicht einen Zauberstab reintun. Das ist immer eine gute Idee. So. Genau. Dann machen wir uns eben so ein paar Filterchen. Ich mache mal direkt ein paar mehr. So, nur für den Fall, dass irgendwie was schief läuft oder so. Genau. Und dann würde ich sagen, packe ich das mal alles hier drauf. Und in die Ecke ein paar Shards. Und dann sollte das funktionieren. Genau, in die Mitte kommt hier einfach so ein Redstone-Comparator. Also der ganz normale aus Standard-Minecraft. Und dann müsste das eigentlich passen. An Magie habe ich hier schon mal hingestellt. Brauchen wir irgendwie 10 Ordo, ein bisschen Permutatio und ein bisschen hier, das da, Magieaspekt. Der andere Kram erstmal ignorieren, den habe ich schon mal hingestellt für das zweite. Genau, also wir brauchen nur das Ordo, das Permutatio und die Magie. Ja, und dann müsste das eigentlich funktionieren. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Zauberstab dabei. Aber nehmen wir mal den da. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der nicht irgendwie kaputt geht. Ich könnte eigentlich mal irgendwas hier reinstellen, damit es irgendwie mehr stable ist oder so. Damit ich nicht so große Probleme habe. Dass er irgendwelche Sachen auffrisst oder so oder kaputt macht. Ich glaube, sogar in der letzten Zeit ging es eigentlich. Von daher. So, und noch einer. Und da ist es. Tada! So. Genau dieses kleine Teil. Und das können wir jetzt theoretisch hier hinten draufsetzen. So. Sieht ein bisschen fancy aus, fast wie so eine kleine Krone oder sowas. Ja, theoretisch können wir den jetzt da drauf tun. Und dann kann er rein technisch gesehen auch, also nicht nur diese Hauptaspekte, sondern auch die kleinen Aspekte aufsammeln. Genau, da macht er das nämlich zum Beispiel. Hat er gerade den Hunger. Und jetzt isst er sich ein bisschen Limus. Genau, also es funktioniert. Das ist doch schön.
Ach ja, meine Notes fressen sich hier gegenseitig, aber das ist okay. Ja, genau, das wollte ich eigentlich nur mal eben gezeigt haben, wie dieses Ding, dieser Fokus hier funktioniert. Ist halt eben ganz praktisch, damit man nicht immer nur Primal-Aspekte suchen muss oder so. Oder beziehungsweise die sich gegenseitig fressen lassen muss oder die halt irgendwie energizen muss oder so. Es ist natürlich im Endeffekt viel besser, wenn man halt eben diese Energized Nodes hat und die dann halt über so ein System durch die Gegend führt. Aber der One Recharge Pedestal, zumindest für die Staffs und so, braucht man die ja trotzdem noch. Und der kann ja nicht von denen hier so wirklich gespeist werden. Darum ist das echt ganz praktisch, wenn man sich das eben mal craftet und dann kann man quasi alle Aspekte benutzen, die es irgendwie gibt. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal gezeigt haben, damit ihr auch wisst, wie das geht. Und ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werde ich mir dann noch hier diesen Wisterage angucken. Also quasi Magie für unterwegs, damit man auch unterwegs aufladen kann, mehr oder weniger. Und ja, genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!